Sehr gut. Genau dann, wenn ich das Video anfange, fängt der Akku am Blinken. Saluti und willkommen zu dem neuen Video von mir. Mann, ich weiß nicht, wie ich anfange. Was im Titel von dem Video steht, stimmt zu einem gewissen Teil. Also nein, eigentlich stimmt es, dass wahrscheinlich keine Videos mehr kommen. Aber jetzt nicht gerade abschalten, ich wollte es euch ein bisschen erklären und ja. Und zwar erzähle ich euch zuerst, glaube ich, mal so ein bisschen, was meine Pläne sind bis 2019, dass ihr euch auch ein bisschen ein Bild machen könnt, was so ansteht. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen, was mein Leben beinhaltet. Darum ist es sehr persönlich und es sind alles meine Entscheidungen und ja. Und zwar arbeite ich 80%. Also ich arbeite eigentlich immer von Dienstag bis Freitag. Also ich habe immer Samstag, Sonntag, Montag frei. Und weil ich in einer Gärtnerei arbeite, habe ich auch mal einen Wochenenddienst, wo ich Samstag oder Sonntag gehe gießen. Im Moment jetzt noch nicht gerade, weil es noch kalt ist und dann, wenn man Freitag gießt, lange bis am Montag eigentlich. Aber im Frühling, so ab Februar, März, wenn wir dann schon wieder dann am Wochenende auch wieder arbeiten. Das heisst, ich habe eigentlich noch 3 ganze Tage Zeit, um was machen. Für mich. Das eine ist, ich mache ja noch eine Schule, eine Ausbildung als Visagistin, wo ich einfach jeden Montag Schule habe und wo ich seit gut 1,5 Jahren jetzt dran bin. Und den Abschluss habe ich am 1. April. Ja, dann bin ich fertig mit dieser Schule und bin eidgenössisch diplomierte Visagistin. Ja, ich freue mich mega, aber es hat jetzt auch noch mega viel Vorbereitungszeit für die Abschlussprüfungen, weil wir haben ein Fotoshooting, wir haben Modelle müssen organisieren und dieses und jenes. Ja, es ist einfach gerade noch mega viel los bis dann zu dem 1. April. Was auch noch ist, was eigentlich, glaube ich, mein Jahreshighlight ist wahrscheinlich, ich heirate, falls es ihr noch nicht wisst. Falls du das noch nicht weißt. Und das schon Ende April. Und wir müssen jetzt für dort auch noch sehr viel vorbereiten und auch noch für das zivile Hochzeugsdatum finden und vorbereiten und Deko und dieses und jenes mit dem Fotograf zusammenhocken, mit denen vom Apéro zusammenhocken, mit den Trauzeugen zusammenhocken, die das Hochzeit planen und vorbereiten und Zeugs machen. Ja, das ist sehr viel mehr dahinter, als man denkt. Das gibt auch noch mega viel zu tun bis Ende April dann. Wenn das Fest ist. Dann zügle ich noch am 2. April, gerade einen Tag nach meinem Abschluss eigentlich, habe ich meinen Zügeltag. Und dann zügle ich von da, von daheim, von meinen Eltern, ins neue daheim, wo ihr schon eine Roomtour gesehen habt. Ich glaube, da mal im Ei verlinken. Dann ziehe ich mit meinem zukünftigen Ehemann zusammen, was auch mega cool ist. Was aber auch noch wieder Vorbereitungen braucht, um das alles noch zu zügeln. Und dann habe ich auch noch ein paar Hobbys. Und zwar mache ich Jungschi. Und Jungschi haben wir so alle 2 Wochen am Samstagnachmittag und dort braucht es einmal wieder Vorbereitungszeiten und wir haben immer am Dienstag, Abend haben wir dort Sitzung. Also alle 2 Wochen haben wir Sitzung und die anderen Wochen sitzen wir am Dienstag einfach so zusammenhocken, irgendetwas essen oder sonst etwas machen. Als Team einfach, das mache ich auch mega gerne. Ich habe mir da übrigens so einen Zettel aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse. Ich bin noch in einem Hauskreis oder Kleingruppe. Es ist einfach so ein Treff von 3, 4, also jetzt dann 3 Frauen, wo wir in der Bibel lesen oder irgendwie ein Büchlein durchgehen und ja, über alles Mögliche diskutieren und unsere Ansichten und unsere Werte und so zusammen anschauen, diskutieren und lernen voneinander und so. Das ist mega cool und das machen wir eigentlich auch ja, mehr oder weniger alle 2 Wochen am Mittwochabend. Und am Donnerstagabend habe ich noch bis im März mache ich den Gebärdenkurs von der Migros Clubschule. Ja. Dann bin ich auch jeden Donnerstagabend ausbuchen, sozusagen. Und dann bin ich bei uns in der Kirche, bin ich nicht nur im Jungschi-Team, sondern auch noch im Filmteam. Dort haben wir auch ein paar coole Projekte am Start und das mache ich auch mega gerne. Und wir haben einmal im Monat haben wir dort Sitzung und den Zeug vorbereiten und planen und so. Also die meiste Zeit brauche ich eigentlich, um dort dann Videos zu schneiden für irgendwelche Sündungen oder so. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich am Sonntag noch ziemlich viel Zeit investiere, um ein Video für meinen YouTube-Kanal zu machen, was ich wirklich, ehrlich gesagt, mega, mega gerne mache. Ich will das überhaupt nicht verlieren oder so. Das mache ich wirklich gerne. Das ist so eigentlich mein Ding, mein Hobby. Da mache ich mir selber meine Grenzen. Da kann ich mit meiner Kreativität freien
Lauf lassen. Und ja, ich mache es mega gerne. Aber ich habe jetzt wie gemerkt, dass ich, wie diesen Sonntag, den brauche ich für mich. An diesem Sonntag wollte ich etwas für mich machen, wollte ich auf dem Sofa chillen und nichts machen. Für mich. Weil ich so schon in der Woche mega viel los habe. Und darum kommen jetzt bis Ende April kommen vermutlich keine Videos mehr von mir. Ich will es nicht ganz aufhören. Also das heisst, wenn ich Zeit habe um einen Samstag oder auch um einen Sonntag mal Lust habe und eine gute Idee habe, um ein Video zu machen, werde ich das machen. Aber es wird sicher nicht jeden Sonntag ein Video geben von mir. Was mir sehr, sehr leid tut, weil ich mache es eigentlich mega gerne. Und ja, ich weiss, dass gewisse Leute mich auch gerne schauen. Also ich hoffe es zumindest, dass die 80 Leute, die meine Videos schauen, das gerne schauen. Was sonst noch ein paar coole Highlights sind, wo ich sicher auch die Kamera mitnehmen und vloggen. Also was ich mir vorgenommen habe, sicher bis zum April mal noch irgendwelche Hochzeitsvorbereitungsvideos drüllen und sie dann auch aufladen. Aber eben nicht regelmäßig, sondern irgendeinen Sonntag, wo ich Freude habe, um das Video zu schneiden. Und gerade nach dem Hochzeit, Ende April, Anfang Mai, gehen wir in die Ferien. Für 3 Tage gehen wir in ein Wellness Hotel in Österreich. Dort nehme ich die Kamera mit und ja, mal schauen, ob ich dort etwas filmen kann. Im Sommer haben wir geplant, dass wir auf Mauritius gehen, als Flitterwoche. Und dort nehme ich die Kamera und die Drohne sicher auch mit. Also, sind gespannt. Es gibt wirklich ein paar coole Sachen dieses Jahr, aber jetzt einfach bis im April habe ich noch so viel anderes los, dass ich jetzt irgendetwas haben müssen, auch für mich, haben müssen absagen oder einfach, ja, ich muss jetzt auch Kolleginnen und Kollegen absagen, weil ich einfach zu viel los habe. Ja, dass ich nicht irgendwie am Schluss Ende April nicht mehr mag und am Hochzeit um 10 Uhr ins Bett muss, weil ich zu müde bin. Ich habe euch auf Instagram noch aufgefordert, mir Fragen zu stellen für 2019. Und Storyflow hat eine Frage gestellt. Und zwar, wo geht es in die Flitterwoche? Das habe ich jetzt schon gesagt. eben im April gehen wir 3 Tage auf Österreich in ein Wellnesshotel. Und im Sommer gehen wir 2 Wochen auf Mauritius. Ja, ist jetzt eigentlich nicht ein so positives Video. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, was ich so viel Pläne habe dieses Jahr, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr findet, ich soll nicht aufhören mit YouTube, dann schreibt jetzt noch in den Kommentar. Dann wahrscheinlich sicher nicht bis nächsten Sonntag, sondern vielleicht bis in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Ich möchte mich da nicht ganz festlegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!